Ist kein Grund, mich direkt wegzuschieben. Doch. Abgeschoben, Junge. Boah, JD, fette Sau, geh weg da. Fette Sau. Die Satelliten sind soweit sicher. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir auf die andere Seite. Hui! Scheiße! Ich bin gerufen! Oh. Das ist nicht der Weg, sondern Gott. Drüben. Wir wollen nach unten. Bin gerade nicht da. Wo bist du? Bin hier einen anderen Weg gegangen. Ah. Oh, Munition geholt. Ich geb dir mal Tarnung. Danke. Bitte. Ach, ich habe ja die Hammerbrust sogar. Ach so. Irgendwas gefällt mir hier ganz und gar nicht. Was denn? Nur damit du es weißt. Egal, ob wir den Hammer zum Laufen brauchen. Dein Deodorant? Nee, deins. Ah, das ist schon ganz gut. Da drüben! Kontakt! Nee, eigentlich meine ich genau das. Hey! Was zum Geier ist das? Oh. Das ist ein Träger! Yo! Explosion oder what? Aufschwärmen! Lasst euch nicht eingreifen! Los, weiter schießen! Und du mochtest den Witz nicht. Nee, ich mag den Witz auch nicht, weil es ja Eis. Fühl ich nicht gut, ne? Moment, wer ist da auch vorne tot? Ja, weiß ich nicht. Oh Gott, ist noch wir einer müssen tot. Denen helfen. Echt? Hm. Nee, der macht das schon. Irgendeiner macht das schon. Blitz! Das war ein toller Blitz. Weiß ich. Du Scheiße. Oh, ärgerlich. Nee, konzentrier dich mal nicht auf mich. Ha! Das war eine tolle Tarnung. Ja, ist für kurze Zeit, ich müsste verwirrt. Gezielte, präzise Longshot-Schüsse. Ja, so ziemlich. Der Ausgang ist über uns, also hoch da. Die hätte man auch machen können, eigentlich. Ja, wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll gewesen. Nö. Ich glaube nicht. Hey Jack, mach die Türen auf. Danke, Jack. Kannst du mal bitte netter sein? Nein. Ist ja nicht denn. Ein Roboter? Ein Sklave. Vielleicht ja doch. Nee. So, was upgraden wir denn als nächstes? Weiß nicht. Schockfalle? Ach, ich würde einfach sagen, irgendwas. Oh, hier, getarnt. 15% schneller bewegen. Oh ja. Krass. Was machst du? Ich mach die Schockfalle. Eine Rakete zusammenzubasteln ist schwieriger als gedacht. Raketenwissenschaftler? Und jeder, der je gedacht hat, so schwer kann das ja nicht sein. Dachtest du, wir drücken einfach einen Knopf, auf dem Start steht? Ja, oh, ja. Verstehe. Ja. Immer auf dem gut aussehenden Roman. So, da sind wir wieder. Und ach ja, ich bin der Hübsche, okay? Paddock, wir sind ich glaube, der Hammer der Morgenröte sieht das anders. Ja,
Können wir ihn hier lassen? Ich gehe davon aus. Bestätigt. Alles klar. Achso, wir gehen jetzt. Okay. Alter, der Sprint ist ja richtig schnell jetzt. Ich glaube irgendwas. Jetzt geht's wieder. Was machst du denn da? Ich kann... Ja, ich konnte auch nicht sprinten. Ja, aber... Das ist ja... Aber ich kann ja nicht mehr normal laufen. Ja, das ist jetzt alles gerade ein bisschen langsamer. Nee, das ist verbuggt. Ach, du bist auch verbuggt, ey. Danke. Ja, das ist ja immer noch so. Nee, jetzt geht's. Nein, ich mache Mittagspause. Natürlich bin ich noch da. Was hat euch davon abgehalten? Ich mag den. Patrioten, die 3000 Feiglinge besiegen wollen. Ihr hättet den Waffenstillstand annehmen können und damit viele Leben gerettet. Dem Gurasnayanischen sagt man, besser gerechter Krieg als ungerechter Frieden. Das ist ein Panzer. Wie viele Gurasnayanische Sprichwörter rechtfertigen eigentlich Krieg? Alle. Die meisten. Kommt schon, wir müssen los. Jetzt kommt schon. Was soll das heißen? Schaffen es deine Leute nicht, sie anzuheben? Und Gegner. Wo? Nee, doch nicht. Oh, ich dachte. Bestätigt. Alles klar. Ihr habt ihn gehört. Wir sollten zur Brücke. Jetzt kommen sie. Nee. Na, doch, doch. Paddock diente wohl eine Zeit lang in der Chor. Der war bei der Chor? Wann? Ja, er war im Chor. Sie wollten auch nicht wirklich drüber reden. Was hatten die denn so gesungen? Weiß nicht. Dinge, ne? Frühling, Frühling, wann ist endlich Sommer? Das ist mein Lieblingslied. Ich weiß. Hab ich mir gedacht. Ne, man kann keine Tricks machen. Schwach. So schön wie es hier ist. Kann es sein, dass wir falsch sind? Ja, du bist doch links. Lange vor meiner Geburt, Kumpel. Hm. Guck mal, Seesterne. Was? Seesterne? Wo? Wandern an dem Felsen. Ja, sie ist noch nicht abgestürzt. Das ist gut, oder? Jetzt. Oh, jetzt zweites Gebiet. Weiter zur Drehscheibe. Was, zweites Gebiet? Ah ja, ja. Kleine Teil von dem Gebiet. So, dann sag mal an. Geradeaus. Da ist irgendwas. Mal kurz stehen, bitte. Nee, ist alles gut. Mehr kann ich nicht entdecken. Ich bin hier. Was? Mehr als was? Mehr als das eine Fragezeichen, ne? Ah, das da vor uns ist. Hey, ein Schiffswrack! Sehen wir es uns an? Nein! Nee. Warum können wir nicht mit so einem Panzer hier fahren? Mit so einem Mako? Ist nicht Mass Effect. Aber es wäre auch cool. Mit so einem Jeep-Ding. Das stimmt. Es gab ja in den ersten Teilen gab es ja immer so Missionen, wo man... Konnte bin ich im vierten auch? Alles klar. Gab es da nicht auch eine Mission, wo man Fahrzeuge fahren konnte? Du. Keine Ahnung. Was? Och nee. Oh, zwei.
Okay, der eine ist glaube ich schon fast weg. Die sind beide weg. Ja, ich bin tot. Das habe ich schon hier gefunden. Scheiße! Im Sand sind Alteisen! Erledige sie einfach! Nett! Was du so findest. Alteisen! Ich will ja nicht sagen, aber die kommen irgendwie von überall. Der ist tot. Ich höre hier nur alles explodieren. Du. Oh nein. Die Schar. Wunderbar. Scheiße, der Anzug ist jetzt nutzlos. Warum? Ich habe keine Muni mehr. Ich komme. Marcel? Ja, hallo? Bist du noch da? Ja, warum? Ja, das Spiel hat gerade so ein bisschen gehangen. So. Bist du noch drin? Ja, ja. Okay. Wahrscheinlich zu krass. Schätze, unsere neue Freundin hatte es nicht leicht. Paddock, einer deiner Leute ist am alten Schiffswrack. Ein ganzer Plünderer sollte dort sein. Und dann sind noch zwei weitere meiner Trupps erschollen. Okay, wenn wir sie finden, helfen wir, so gut es geht. Bert, hab was gefunden. Sieht nach alter UUR-Funktechnik aus. Interesse? Urr. Ich nicht, aber du. Noch zwei und du kannst Jacks Entführen-Funktion boosten. Geil. Aber weißt du, wir hatten es etwas eilig. Oh, gut. Wir werden darauf achten. Wir sind hier fertig. Lasst uns weiter. Na klar. Delta, zurück zum Skiff. Schwader. Großes Frachtschiff mitten in der Wüste gestrandet. Ist nicht unheimlich. Und irgendwie ist das, ich glaube, das ist unheimlich. Was? Das Schiff. Ja. Okay. Ich hab's nicht so gesehen, aber. Ja, haben sie gesagt. Ja, gut. Da ist. Siehst du was? Ja. Ja, rechts. Oh, Scheiße. Oh. Wo denn da? Da. Alter, das ist ein Tonner. Weg. Sollten wir uns ansehen. Hey Kate, warum halten wir an? Die Drehscheibe ist nicht mehr weit. Echt mal Kate. Behindert oder was? Die ist noch frisch. Ist jemand da? Hi! Hey, hier lebt noch einer. Ah. Komisches Versteck. Aber okay, wir haben dich gefunden. So, das ist jetzt alles meins. Ja, alles meins. So. Da müssen noch mehr Kampfsein sein. Was. Hier liegt noch mehr. Wir wollen anscheinend nicht, dass er reingeht. Verteilen! Was ist das? Gegner? Warum musste er sie sauer machen? Er sucht seine Freunde, die wohl schon im Kampfsein sind. Warum ist das unser? Oh Gott. Versteht man! Ich hab wohl mein erstes Wort aus Gazi gelernt. Hui! Herrscher! Hi. Oh. Ich bin in die... Doch nicht.
Das sah lustig aus. Mach nochmal. Ich bin tot. Ja. Er ist einfach überall mit zerplatzt. Wie deine Träume. Tja. Das stimmt. Ist er hier? Na los, er ist eindeutig verzweifelt. Hä? Wie macht man denn das nochmal? Was? Ich hab die Lanzer gar nicht, ne? Ja. Nee, aber du kannst die auch nicht damit aufmachen. Aber ich war trotzdem so ein bisschen. Mach ja. Klar, ja, gern geschehen. Wir sind tot, da. Bevor wir ausrücken, sollten wir uns hier nochmal umsehen. Augen auf. Ja. In dieser alten Artilleriestellung könnten wir. Oh, guck mal da. Oh, und ich hab die Technik gefunden. Geil. Die Uhr. Gut. Tja, das war's. Nichts mehr zu holen. Gut. Gut. Wir verlassen die Artilleriestellung. Ist das auch einer in dem Spiel? Ja. Neben Bert. Auch Gurt. Gurt ist der beste Freund von Bert. I knew it. So. Da erstmal in die Richtung, ne? Ja, fahren wir hier rechts einfach entlang. Um den Stein. Nomad One. Ich gucke mal, ob ich was orte. Ah! Oh nein! Alter. Rechts hinter uns ist ein kleiner Tornado. Whee! Alter! Ja, versuch mal die Schläge vorher zu sehen. Ja, sehr gut. Ah, ja, den hab ich vorher gesehen. Alter, warum legt das Ding nicht mehr? Kannst du mal irgendwo vielleicht nicht überall entgegenfallen? Ich bin gleich tot. Die Lenkung, ja, die Lenkung ging nicht ganz. Ja, natürlich. Ja, ich bin gelenkt. Was soll ich machen? Lenken. Verlassen die Artilleriestellung. Wir haben noch einen Plünderertrupp gefunden. Er ist sicher. Ich glaube, ich fahr mal lieber, oder? Nee. Okay. Dann suchen wir weiter. Nein, das ist eine ganz schlechte Idee. Warum? Ach, einfach so. Ich habe den Skiff noch nicht kaputt gemacht. Das ist mir egal. Ich habe aber einen geilen Stunt hingelegt. Ja, das stimmt. Und dann den Skiff kaputt gemacht. Netz. Ja, wo geht's denn überhaupt lang, ey? Jetzt geradeaus, ne? Rechts, rechts. Von da kommen wir doch. Nee. Okay. Glaube nicht. Nee. Aber ich sehe aber auch nichts Neues. Vielleicht liegt's auch an den Tornados. Hier ist gleich bestimmt irgendwas. Ja, ich glaube. Hey, warum fährt der nicht? Weil du gegen den Tornado gefahren bist. Tornado, kannst du ja durchfahren. Wo zum Teufel ist die Drehscheibe? Boah! Ui! Dir macht das eindeutig zu viel Spaß. Okay, der Sturm ist vorüber. Okay, hier ist was. Fahren wir da. Wo? Gut geskippt, oder wie? Direkt vor uns. Fahren wir da links ran. Hey, da drüben, noch eine Kontoabsturzstelle. Hier ist da aber was. Ja, aber hier noch nicht. Aber hier ist doch was. Ja, jetzt da vorne. Aber was ist hier? Eine Kontoabsturzstelle. Ja.